Hallo und willkommen bei SideDeck Gaming. Heute wieder mit Rainbow Six Siege und ich werde heute wieder mein Team etwas aufstocken. Ein paar neue Operator müssen her. Hatte ja in letzter Zeit mit ein paar anderen gespielt, unter anderem den Montagne, mit dem ich aber leider, was heißt leider, nicht so warm geworden bin. Aber ich denke, es ist generell so, dass der Montagne eher selten genommen wird. Was ich so bei anderen Let's Plays gesehen habe, war der Montagne recht selten eigentlich dabei. Von dem her, vielleicht, weiß nicht, spiele ich den auch falsch oder, aber ich denke generell, ja, ist der nicht so der Hit. Von dem her, und die anderen habe ich jetzt auch schon des Öfteren gespielt. Es wird wieder Zeit für ein paar neue Operator. Ich habe jetzt ein bisschen Ansehenspunkte gesammelt. 17.800 sollte reichen für ein paar Operators, je nachdem, mal schauen. Also einen Angreifer möchte ich auf jeden Fall, einen Verteidiger auf jeden Fall und dann mal gucken, was noch übrig bleibt oder auch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall schauen wir mal. SAS fehlt mir noch der Thatcher, letzter Operator für 2.000. Ich glaube, der ist schon recht wichtig, der Thatcher mit dabei zu haben. Gerade für die Operator, die doch ein bisschen Krawall machen, wie der Fuse oder der Termite, die Sprengladungen setzen. Da ist schon wichtig, dass der Thatcher, dass der Thatcher mit dabei ist und teilweise Elektronik ausschalten kann. So, wen haben wir beim FBI? Den Puls, der letzte, den ich noch benötige. Puls, naja, mit seinem Herzsensor. Ja, ich glaube, kann wichtig sein, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so effektiv. Twitch, ganz heiße Kandidat als Next Operator mit ihrer kleinen Drohne. Habe ich auch schon öfters als Gegner gehabt und ist ziemlich nervig, ja, muss ich sagen. Die Drohne, wenn sie dich piekst, dann kann es ziemlich nerven. Hier als Verteidiger den Doc. Ja, auch nicht schlecht. Oder der Rook. Ja, Rook mit seinem Rüstungspaket. Sehr wertvoll für das ganze Team. Ja, GIGN, da fehlen mir tatsächlich noch drei Operator. Ja, hatte ich bis jetzt noch erst einen genommen. Da haben wir hier, was haben wir da? Bei den Spetsnaz, der Angreifer der Glass mit seinem Snipergewehr. Ja, kann man auch machen. Und Tachanka. Ja, gut, Tachanka. Da muss halt der Gegner wirklich einen vor die Nase laufen, dann ist er ziemlich effektiv, aber ist halt doch recht eingeschränkt mit seinem Sichtfeld, denke ich mal. Ich hatte eigentlich noch nie mit dem MG geschossen, aber ja, ich weiß nicht, Tachanka. Mal schauen. Angreifer noch der Blitz. Ja, auch wieder ein Schildträger, aber vielleicht ist der besser als der Montagne, ich weiß es nicht. Mit seinem Blender. Löst den Blitz an seinem ballistischen Schild aus. Der Feinde vorübergehend blendet. Ja, kann man sich überlegen. Und der Jäger, der ist auch so eine Geschichte. Kann effektiv sein. Wenn Granaten oder sonstiges in den Raum reingeworfen werden, die dann abgefangen werden. Aber ich glaube, der setzt entweder richtig gut ein in einem Match oder geht halt total uneffektiv. Eins von beiden. Kann so oder so hinauslaufen. So, gut, mal nochmal alle offenen durchgeschaut. Also ich denke, Thatcher ist Pflichtoperator. Den werde ich mir auf jeden Fall mal ins Team holen, ja. Kostet zwar 2.000, aber gut. Wir werden eh alle immer teurer. Von dem her, Schnäppchen gibt es keine mehr. Oder fast keine mehr. Freischaltung, yes. GPS-Satelliten, unbemannte Drohnen. Scheiß Laservisiere. Je mehr Krücken du zum Laufen brauchst, je mehr tut es weh, wenn sie dir einer wegkickt. Wenn ich eins sicher weiß, dann, dass eine 15 cm Klinge immer Empfang hat. Ja. Thatcher. Yo, welcome to the team. Thatcher, 15 cm Klinge. Was hat er als Ausrüstung dabei? Schauen wir mal, ein AR-33 Sturmgewehr,
vom SAS eingesetzte Sturmgewehr mit automatischer, halbautomatischen und Feuerstoßmodus, optimal für Gefechte auf mittlere Distanz. Schaden 42, Feuerrate 749, ja, ist nicht schlecht. Mobilität 40 und Kapazität 25 Schuss mit an Bord. Aber ich glaube, der Rückstoß ist auch ordentlich, so wie man das jetzt hier so sieht. Ups, Moment. Nein, nicht laden. Ich will nicht in den Shop. Thatcher, wo bist du? Da. Ausrüstung noch einmal. Und ja, das war das AR-33 und das L85A2 Sturmgewehr. Das hat doch noch jemand. Wer hat denn das noch, das L85? Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber das hat schon noch jemand. Okay, Schaden ein bisschen mehr. Gut, 45 statt 42, nicht gerade viel mehr. 9, ja, 670 von der Feuerrate, ein bisschen niedriger. Mobilität ist exakt die gleiche. 5 Schuss mehr mit 30. Aber der Rückschuss, der driftet schon ein bisschen seitlich weg und ist noch größer tatsächlich. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir mal bei dem AR-33, weil auch da mit Schaden 42 und 45 braucht man für den Gegner auf jeden Fall 3 Treffer bei beiden. Von dem her, Rückstoß ist geringer und ob die Schuss von 25 oder 30, ich glaube, der Unterschied ist da nicht groß. Oder eine Schrotflinte für kurze Distanzen oder Reichweiten. Naja, ich bleibe mal bei dem Sturmgewehr als Primärwaffe. Sekundärwaffe, okay, P226 MK25. Gibt es nicht groß Auswahl. Okay. Aber für Pistole nehme ich noch gern den Schalldämpfer, wie gesagt, da ich gern mit den Pistolen die Kameras recht gern ausschalte. Unterlauf. Erhöht die Präzision, ja, das können wir doch mal machen. Nehmen wir mit. So, Waffendesign. Herzschlag. Ach, nehmen wir doch mal ein Waffendesign. Kostet ja nichts, oder? Im Vergleich zu den anderen. Nee, nehmen wir mal mit. Wieso nicht im Vollbild ansehen? Kann ich gar nicht. Oh, okay. Zip. Ja. Why not? Herzschlag. Gut, und dann hat er Sprengladung dabei oder die Betäubungsgranate. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Das war der erste Streich. So, wen nehmen wir noch? Puls vom FBI. GIGN. Twitch wäre sehr interessant, neue Angreifer, aber gut. Ich möchte jetzt mit den nächsten Runden. Ach, egal, vielleicht nehme ich sie doch. Der Hanker, aber ich hätte es gerne mal einen Verteidiger genommen. Ja, nehmen wir mal den Jäger als Verteidiger. Ja, doch, den nehmen wir mal mit. 1500. Jäger ist ein Verteidiger, wenn du einen Verteidiger freischaltest. Also, nee. Da, aktive Verteidigung. Jäger setzt aktives Verteidigungssystem ein, um Granaten abzufangen, bevor sie explodieren. Hört sich doch gut an. Und los geht's. Sie sagten, es wäre unmöglich. Sie sagten, es wäre für Panzer entwickelt. Sie sagten, ich könnte es nicht kleiner und präziser machen. Sie lagen falsch. Ja, sehr nice, sehr gut. Jäger, welcome to the team. Ausrüstung, was ist dabei? Eine Schrotflinte von der GSG 9, bevorzugtes Kaliber 12 Pumpgun. Erhöhte Reichweite dank eines großen Laufs. Okay, na gut, erhöhte Reichweite. Ich denke trotzdem, dass die Reichweite nicht gerade groß sein wird. Schaden 57.
Mobilität 43 und Kapazität 7 Schuss. Was geht noch? Was war als Primärwaffe? Das 416C Carbine. Sturmgewehr. Der GSG 9 vom Kaliber 556 auf 45 mm mit mittlerer Reichweite, starkem Rückstoß und hoher Feuerrate. Okay, hat natürlich weniger Schaden. Feuerrate ja, recht hoch mit 700, Mobilität und Kapazität 41 auf 30. Ja, das ist die Frage. Ja, bleiben wir vielleicht erstmal beim Schrotflinte. Ja. Ja, wobei, ich denke mal, ich probiere es erstmal mit dem Sturmgewehr. Und wenn mir es nicht taugt, kann ich immer noch auf die Schrotflinte ausweichen. Nehmen wir mal das Reflexvisier. Oder Holo. Ja, vielleicht auch Holo. Nehmen wir mal das Holo-Visier. Schalldämpfer nicht, Mündungsfeuerdämpfer. Der Mündungsfeuerblitz eine Waffe. Kompensator. Verringert die maximale Rückstoßspanne einer Waffe. Ja, das können wir doch mal nehmen, oder? Ändert nichts an den Werten. Dann haben wir doch mal schon was gewonnen. Und natürlich den Griff für 50. Warte, was hat jetzt verändert? Sieht man das? Ja, doch, geht schon ordentlich runter, der Rückstoß. Das sind die 50 Ansehenspunkte. Auf jeden Fall gut investiert, hätte ich gesagt. Ja, das soll es gewesen sein. Nehmen wir mal Waffendesign noch ein bisschen. Herzschlag kostet nichts, nehmen wir doch mal mit. Wieso nicht? Why not? Gut. Dann sind wir da mal ausgerüstet. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Monetos übrig. Nehmen wir vielleicht noch einen Angreifer, oder? Puls. Was haben wir gehabt? Die Twitch, die juckt mich schon. Die würde ich schon gern ein paar Mal ausprobieren wollen, ja? Die Twitch. Ja, die nehmen wir doch auch noch mit. Twitch. Halt, was stand dabei? Setzt eine Schockdrohne ein, um Fallen zu deaktivieren oder Feinde zu verletzen. Die nervige Schockdrohne. Wenn du ein paar Stunden hast, erkläre ich dir im Detail, warum dieses Gerät ein Meisterwerk ist. Fehlgetriebe von 0 auf 20 km/h in unter 4 Sekunden. 10 Kilometer Kabel. 1100 fein gearbeitete, handmontierte Komponenten. Perfekte Steuerung auf mehr als 300 Meter. Aber alles, was mein Team wissen muss, ist, funktioniert das Ding oder nicht? Und ich kann dir versichern, es funktioniert. Ja, es sollte auch funktionieren. Sehr gut. Welcome to the team. Twitch. Twitch hat dabei ein F2 Sturmgewehr, vielseitiges Sturmgewehr der GIGN mit mittlere bis große Distanzen mit automatischem Feuerstoßmodus. Okay. Oder das 417 Scharfschützengewehr. Moment, was haben wir im F2 gehabt? Schaden 39. Oh, extrem hohe Feuerrate 89. Mobilität 40 und 30 Schuss mit dabei. Aber dafür auch mit einem großen Rückstoß. Ja. Oder das Scharfschützengewehr, halbautomatisches Scharfschützengewehr mit begrenzter Magazinkapazität, ja, nur 10 Schuss. Von der GIGN bevorzugt. Scharfschützen, naja gut, aber ich weiß nicht, Scharfschützengewehr im Häuserkampf, sonstiges. Ich würde es vielleicht erstmal mit dem Sturmgewehr probieren und dann, ja, die hat ja wirklich alles zur Auswahl. Sturmgewehr, Scharfschützengewehr oder die Schrotflinte. Kann man mal schön durchwechseln. Ja, auch hier mal Holovisier mit aufnehmen. Was haben wir vorhin gehabt? Kompensator, ja. Eine Mündungsfeuerdämpfer hätten wir vorhin auch nehmen können. Verlängert ja nicht die Werte.
Oder kann man da nur entweder oder nehmen? Geht ja gar nicht beides. Ich kann nur einen Aufsatz wahrscheinlich draufsetzen, oder? Nehmen wir mal den Mündungsfeuerdämpfer. Muss ich jetzt switchen? Ja, muss ich switchen. Ja, dann nehmen wir vielleicht mal den, oder? Ja, es verdeckt halt die Mündungsfeuerblitze. Und das hier erhöht die Rückstoßspanne. Ja, vielleicht ist das dann relevant oder besser. Ich weiß es nicht. Und natürlich den Griff mit dazu. Verschwender, du hast eine Trophäe erhalten als Verschwender. Okay. Und Laser-Unterlauf. Ne, nehmen wir nicht. Auch hier das Waffendesign. Schlag. Gut, soll es gewesen sein. Sekundärwaffe P9 oder LFP Magnum Revolver. Nee, bleiben wir mal bei LFP. Auch da wieder den Schalldämpfer. Die sind echt teuer. 2,50. Und hier ein bisschen Design, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Yes. Gut, das soll es gewesen sein für die Twitch. Beziehungsweise für meine neuen Operator. Vielleicht nur für den Thatcher auch noch schnell. Da habe ich schon farbliche. Bisschen Farbendesign. Ach, bei dem habe ich aber nicht den Kompensator genommen. Genau. Da war ja noch was. Und ich habe kein Holovisier genommen. Was sehe ich denn da? Ja, tatsächlich. Ich habe kein Holovisier. Ja, jetzt aber zackig. So wollen wir doch nicht in den Kampf ziehen. Das hier und den Haltegriff. Bei dem habe ich alles vergessen. Da habe ich ja alles vergessen. Und auch hier farblich hinterlegen. Sehr schön, das sieht schon besser aus. Twitch haben wir ja auch hier alles angepasst. Wie war es jetzt beim Jäger? Nochmal kurz ein Check. Da hat mir das Holovisier genommen, genau. Hier auch alles, Griff, wunderbar. Gut, bei der Pistole könnte man auch noch ein bisschen. Ah, da haben wir den Schalldämpfer vergessen. Nehmen wir auch mit. Und ein bisschen Herzschlagfeeling. Gut, wunderbar. Drei neue Operator, mit denen ich die nächsten Runden zocken werde. Wir haben mit dabei jetzt den Thatcher. Ganz wichtiger Operator, denke ich mal. Den Twitch. Und den Jäger als Verteidiger. Wunderbar. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin auf die nächsten Runden gespannt. Schaut auch daran rein, wie ich mich da mit den neuen Operator anstelle. Mal sehen. Ich bin für heute raus. Das war's dann und wir sehen uns auf den Maps. Bis dann, euer SciTech und ciao!